Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik, über einfache Stromkreise. Das letzte Mal haben wir gesprochen über einen gewissen Herrn Gustav Kirchhoff und sein erstes Gesetz. Da habe ich schon gesagt, wenn er erstes hat, wird er wahrscheinlich mehrere haben. Ja, stimmt, es gibt auch ein zweites Kirchhoffsches Gesetz und zwar hat es den Namen Maschenregel. Wir sprechen heute also über die sogenannte Maschenregel oder das zweite Kirchhoffsche Gesetz. Maschenregel hat jetzt nichts mit Schurchbinden zu tun. Was eine Masche ist, werde ich jetzt gleich erklären. Kirchhoffsches Gesetz. Also wieder von Gustav Kirchhoff. Und es geht offensichtlich um eine Masche. Ja? Ich zeichne jetzt einmal ganz auf Wiederschaltung auf, dass wir nämlich genau wissen, was eine Masche ist. Ja? Und zwar werde ich hier mal einen Widerstand hereinmachen, dann mache ich hier einen Widerstand herein, dann mache ich hier auch einen Widerstand hinein, dann mache ich hier eine Klemme, so ein ganz Ring und dieser Klemme, dann mache ich hier auch eine Klemme, da das verbinde da, und dann noch einen Widerstand runter, so, und vielleicht da noch einen Widerstand einer. Wunderschön, ja. Und weil ich da jetzt einen Strich zu lang gemacht habe, mache ich da einen Widerstand her. Muss kein Widerstand sein. Kann auch irgendein anderes Bauelement sein. Widerstände natürlich kennen wir ja mittlerweile. Und ich gebe dir dann auch Namen. Das ist ein R1, dann gibt es ein R2, dann gibt es ein R3, dann gibt es ein R4, dann gibt es ein R5. Dann gibt es ein R6. Also R-Resistor. So schaut das aus. An jedem Widerstand gibt es auch eine Spannung, ja, die sich da irgendwie befindet. Die zeichnen jetzt einfach irgendwie ein. Ja. U1, U5, U6, U2, U3, U4. Ja. Ich kann mir dann auch noch Ströme einzeichnen, die da durchlaufen. Ja, da mache ich ein I2 her, ja, da mache ich ein I3 her, da rinnt nichts, da mache ich ein I5 her, da mache ich ein I6 her. Ich glaube, ich rinne in jeden Zweig zumindest ein Strom. Ja, passt. Passt. Gut, was ist jetzt so eine ominöse Masche? Eine Masche ist ein geschlossener Umlauf. Fertig. Ja. Zum Beispiel, das ist eine Masche. Wenn man hier runter geht, tuk, 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 entlang von Leitungen, geht er her, geht er einfach außen einmal im Kreis. Das wäre eine Masche. Was hat eine Masche? Masche hat natürlich einen Weg und eine Richtung. In diesem Fall zeichne ich das so ein, sagt, das ist die Masche 1. Okay? In meiner Masche 1, ein Umlaufsinn heißt das, eine Masche hat einen Umlaufsinn und die geht halt jetzt so in Kreis. Jetzt überlegen wir uns, was Spannungen sind. Spannungen sind Potentialdifferenzen. Wenn ich hier ein Potential Phi 0 habe und hier ein Potential Phi 1, dann ist die Spannung U2 zwischen Phi 0 und Phi 1. Da habe ich ein Potential Phi 3, da ein Potential Phi 4, da ein Potential Phi 5, nenne ich das, ja? Immer da, da, da. Ja? Das heißt, U2 ist die Potentialdifferenz zwischen Phi 0 und Phi 1. U3 ist die Potentialdifferenz zwischen Phi 1 und Phi 3. U4 ist die Potentialdifferenz zwischen Phi 3 und Phi 4. U6 ist die Potentialdifferenz zwischen Phi 4 und Phi 5. Und U1 ist die Potentialdifferenz zwischen Phi 0 und Phi 5. Mitkriegt? Egal. Potentialdifferenzen. Okay? Und jetzt stellen wir uns vor, wir zählen alle Potentialdifferenzen, alle Spannungen zusammen. Und zwar betragsrichtig. Und zwar im Umlaufsinn. Ja? Das heißt, wenn ich da oben vor, zähle ich U2 positiv. Ja? Fangen wir einfach da an. Fangen wir an diesem Punkt an. Ja? Da gibt es einen Startpunkt. Ja? U1 geht in die andere Richtung wie der Umlaufsinn. Also es ist
Ich mache jetzt die Maschenregel für die Masche 1 minus U1. Das geht gleich mal mit Minus los. Ne? Ist schon, aber klar, ja, es geht einfach in die andere Richtung. Ja. Dann hier U2. Aha, U2 geht in die gleiche Richtung, also plus. Plus U2. U3 geht auch in die gleiche Richtung, plus U3. U4 geht auch in die gleiche Richtung, plus U4. Und dann U6. Ah, U6 geht wieder in die andere Richtung, U6. Ja. Dann bin ich wieder hier. Jetzt habe ich alle Potentialdifferenzen zusammengezählt, und zwar Vorzeichen richtig. Jetzt muss ich wieder bei diesem Potential sein. Und der Potential, und die Potentialdifferenz zwischen diesem Potential und diesem Potential ist natürlich 0 Volt. Ja, logisch. Ja. Wenn ich alle Unterschiede aufsummiere, Vorzeichen richtig, je nachdem, ob es weniger oder mehr wird, ja, dann muss am Schluss 0 rauskommen. Bei einem geschlossenen Umlauf. Das ist die Maschenregel. Ja. Die Maschenregel sagt im Prinzip, zwischen dem und dem Punkt gibt es keine Spannungsdifferenz. Ja. Zwischen einem und demselben Punkt gibt es keine Spannungsdifferenz. Und alle Spannungsdifferenz, Potentialdifferenz und alle Spannungen dazwischen sind in Summe, müssen also in Summe 0 werden. Okay? Gilt nur bei Vorhandensein von, also nicht Vorhandensein von ändernden Magnetfeldern, wenn da Magnetfelder involviert sind, die da irgendwie durch die Masche treten, wird es ein bisschen komplizierter. Da gibt es Induktion und so weiter. Haben wir noch nicht. Ja? Das ist das zweite Kirchhoffsche Gesetz, die Maschenregel. Gilt exakt bei Elektrostatik, also ohne ändernde Sache. Und ja, es ist eigentlich sehr logisch. Ne? Und die Masche können wir übrigens einlegen, wie wir wollen. Ja? Masche können wir reinlegen, wie wir wollen. Ich kann zum Beispiel eine zweite Masche machen, die da geht. Darunter. Und dann darauf. Ja? Einen anderen Pfad nimmt. Park. Masche 2. Und dann nehme ich zum Beispiel jetzt den Startpunkt daher. Ja? Stecke da in die Richtung, geht in die gleiche Richtung. Ja? Also schreiben wir es an, Masche 2. Ja? Die fängt jetzt mit U2 an. Plus U2, ja? Plus U3, plus U4. Und jetzt fahren wir da rauf, minus U5, minus U1. Jetzt bin ich wieder da, ist gleich 0 Volt. Ja? Maschenregel für die zweite Masche. Ich darf sogar von einem Leiter auf den anderen springen. Ne? Ich darf hier zum Beispiel eine Masche einzeichnen, die so runtergeht, dann darüber, dann hier hoch und dann wieder darüber. Ja? Zeichne die auch wieder ein, in die Richtung soll das gehen. Ja? Nur was muss ich hier machen, wenn ich einen Leiter verlasse? Ja? Das Potential hier und hier kann ja unterschiedlich sein. Ja? Ich muss also praktisch hier mir eine Spannung einzeichnen. Ja? UA für Anschluss. Ja, da ist meine Anschlussspannung oder irgendein anderer Name. Ja? KU, wo sind wir? 7 auch sein. Ja? Da wäre praktisch die Masche 3. Also nicht einmal vor einem Leiterwechsel muss man Halt machen, man muss eben den Leiterwechsel mit einer Spannungsdifferenz, also mit einer Potentialdifferenz an der Spannung berücksichtigen. Masche 3, wie schaut die aus? Wenn wir von da anfangen, plus U2, ja, plus UA ist das diesmal, ja, minus U5, minus U1, ist gleich 0 Volt. Ja. Das ist die Maschenregel, das sind Maschen, das sind die Maschenregel. Ja. Passt. Ja. Die Maschenregel sagt also, die Summe aller U x ja, entlang eines geschlossenen Umlaufs sind 0 Volt. Ja. Streichen die Nuller wieder durch, das ist klar. 0 Volt ja, gilt bei nicht vorhanden sein. Von sich ändernden Magnetfeldern.
Wenn wir solche Magnetfelder haben, das werden wir in einem späteren Video kennenlernen, dann wird das ein bisschen erweitert. Ja, also gibt es eine Erweiterung der Maschenregel, aber für uns reicht das jetzt nochmal. Also, zweites Kirchhoffsches Gesetz, Maschenregel, Summe aller Spannungen zusammengezählt, Vorzeichen richtig zusammengezählt in einem geschlossenen Umlauf, ist 0 Volt. Das nächste Mal schauen wir uns ja an, was passiert, wenn man zwei Widerstände zusammenschaltet. Ja, muss das sein, hintereinander. Das nächste Mal schalten wir es hintereinander und schauen, was da passiert. Ja, schauen, welche besonderen Eigenschaften oder was das in Summe für Auswirkungen hat. Nächstes Mal, also Reihenschaltung heißt das. Nächstes Mal Reihenschaltung von Widerständen. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.